So, ich wäre jetzt soweit. Habt ihr Zeit, oder? Dankeschön. Top, ja. Endlich kann ich erzählen. Wenn wir 2 Minuten bekommen, dann müssen die sich lohnen. Ja, nicht wegen so einer scheiße Trikot ziehen, sondern dann muss es auf die Fresse geben. Weg, 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 Überzahl! Warte, dann muss Marian auf die Seite. Und dann verlieren wir das Spiel mit 8. 10. Mit 10, danke. Geht mir so auf die Eier, dass der immer einen Freiwurf kriegt. In my mind was okay, Milos, just one more second and you will don't feel anything. Das überlebt einer von 1000. Das macht natürlich was, das macht Druck. Und dann am nächsten Morgen, sehr früh, bekomme ich eine SMS. Wir haben einen positiven Fall mit Jakov Gujun. Und der Verein hat sich heute den ganzen Tag den Arsch aufgerissen und wir haben jetzt 60 Minuten, Jungs. Alles, was man selbst beeinflussen kann, Motivation, wie schnell findet man zusammen, ist, glaube ich, dieses Jahr noch wichtiger als sonst. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, wie ich das erste Mal den persönlichen Kontakt zur Mannschaft herstelle oder wie ich da auch agieren möchte. Ich will eigentlich nur 2 Dinge sagen. Ich habe riesen Bock auf die Saison. Und Punkt 2, wenn ich hier in die Runde gucke und in die Augen gucke bei euch, aber auch sehe, was für Potenzial bei euch hier als Spielern sitzt, glaube ich, dass wir ganz oben mitmischen können. Ich kenne Jaron ja auch schon als Spieler. Er war mein Spieler. Ich finde beeindruckend, mit welcher Ruhe und Gelassenheit er agiert. Selbst wenn er nervös sein sollte, merkt man ihm das kein bisschen an. Also von daher, lasst uns jetzt nicht viel reden, sondern in eurem Falle laufen und schwitzen und dann loslegen. Ne? Er kommt halt vom Kapitänsamt. Und du warst Kapitän und bist jetzt halt einer von vielen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass er dann wieder richtig fightet. Also klar. Jetzt, ja, er hat mit mega viel Einsatz auch gespielt und agiert in Minden. Aber er muss sofort versuchen, auch da seine Rolle einzunehmen oder auch da diesen Anspruch zu haben, halt nach vorne zu kommen und nicht erstmal nur dabei zu sein. Ein sehr schlauer Spieler, einer, der auch für die anderen mitdenken kann. Und das erwarte ich auch von Marian, dass er dort die Mannschaft mitführen kann, was das Spielerische angeht auf dem Feld. Mit der spannendste Neuzugang ist natürlich Lasse Andersson, kommt aus Barcelona. Kann Angriff wie Abwehr zentrale Rollen übernehmen. Und für mich war da auch noch so ein On-Top-Qualität, die er mitbringt, dass er vorne auf der Spitze verteidigen kann. Ja, der Kleine ist, glaube ich, der Milos. Hat viel Energie. Milos Vujovic, das ist ein positiv Verrückter. Also super positiv. Ja. Aufgeschlossen und dann. Ich glaube, das kleinste Außenduo der Liga. Die Trainer nehmen sich auch nichts. Der ist extrem ehrgeizig. Der hat einen sehr, sehr hohen Arbeitsethos. Ihm war Geld egal. Ihm war eigentlich alles egal. Er wäre zu Fuß nach Berlin gekommen, einfach um Bundesliga zu spielen, um bei den Füchsen Berlin zu spielen. Und ich glaube, dass er einer der spektakulärsten Spieler der Liga werden wird. Das ist er jetzt noch nicht, aber er ist auf einem guten Weg. Der erste Teil der Vorbereitung war vorbei und dann war eine Woche frei und dann sollte der zweite Teil der Vorbereitung starten. Und ich weiß noch, ich war beim Training und sagte, und Milos, wie sieht's aus? Noch mal eine Woche Urlaub, Montenegro. Nee, ich muss trainieren. Also das reicht noch nicht für die erste Liga. Ich bleib hier und trainiere jeden Tag Füchse Town. Ich war selber im Trainingszentrum und habe selbst mitbekommen, wie Milos am Vormittag noch trainiert hat und bekomme dann am Nachmittag einen Anruf, dass Milos im Krankenhaus liegen würde.
In that moment, when his wail was here close to my stomach, in my mind was, okay, Miloš, just one more second and you will not feel anything. Und er rief Bob an und entschuldigte sich bei Bob, dass er gerade einen Unfall hatte und dass es ihm wahnsinnig leid tut. Bob solle sich aber keine Sorgen machen. Er wäre bald wieder fit. Angeblich vom Unfallort. Ich weiß nur, dass das Erste, was aus Miloš Worten kam, Entschuldigung, ich komme bald wieder. Sich dafür geschämt hat, dass er uns jetzt auswählt, dass er jetzt der Mannschaft nicht helfen kann. Und das überlebt einer von 1000 und nicht mehr. Danach habe ich mir dann von ihm schildern lassen, wie der Unfall im Prinzip war. Und ein Detail, da kann ich mich noch dran erinnern, wo er sagte, Kretsche, ja, ich fahre nie wieder mit Rucksack. Ich so, warum denn nicht? Na, weißt du, normalerweise, du kennst das, wenn ich den Sprungwurf von außen mache, dann lasse ich mich fallen und dann mache ich die Rolle und komme dann wieder hinten hoch und dann stehe ich wieder. Der LKW kommt und ich lieg unten und will ausweichen und setze zu der Rolle an, damit ich irgendwie nach oben wieder komme. Und ich hatte aber einen Rucksack auf und der Rucksack, deswegen konnte ich die Rolle nicht machen. Was ein Typ, der dann irgendwie als Erstes sagt, wenn ich diesen Rucksack nicht gehabt hätte, dann hätte ich natürlich meine berühmte Rolle gemacht. Das Phänomenale an ihm war dann halt, dass er das gemacht hat, was er konnte und noch viel drüber hinaus, um wieder fit zu werden. Wenn ich so lesen würde oder vor ein paar Jahren gelesen hätte, drei Kreuzbandrisse spielt wieder, hätte ich auch gesagt, okay, das ist bescheuert so. Ich wusste halt ziemlich genau, was passiert ist in dem Moment, wollte aber nicht, dass die Mannschaft komplett geschockt ist und habe das so ein bisschen überspielt. Habe schon dem Coach gesagt, okay, kann nicht mehr spielen heute, aber habe versucht, mir das nicht anmerken zu lassen, weil ich wusste, A, die Mannschaft soll das Spiel möglichst noch gewinnen und B, Familie und Freundin schauen zu und ja, wäre besser, wenn ich es ihnen am Telefon sage, als wenn sie sich jetzt schon verrückt machen. Also ehrlich, mit Handball wollte ich da irgendwie erstmal nichts mehr zu tun haben. Da war ich in der Heimat, in der Nähe von Köln und habe da meine Reha gemacht und musste mir erstmal klar werden, okay, geht das überhaupt noch mal weiter? Ist das möglich? Will ich das? Da wollte ich erstmal ein bisschen Abstand gewinnen von dem Ganzen. Hab dann aber im Verlauf der Reha gemerkt, okay, da ist noch was. Ich bin quasi noch nicht fertig, sondern ich traue mir das noch mal zu und will das noch mal versuchen und auch riskieren. Ich glaube, ich kenne keinen Spieler, der so hart an sich arbeitet oder für sich arbeitet wie Simon. Der wirklich weiß nicht, wie viele Stunden im Kraftraum verbracht hat, um sich wieder fit zu machen. Und das ist natürlich genau die Mentalität, die man hier in Berlin oder die allgemeinen Sportler braucht. Ja, für die Mannschaft war es extrem wichtig, glaube ich, auch, dass Simon nicht nur aus sportlicher Sicht, sondern auch aus menschlicher Sicht einfach wieder zurück bei uns ist. Das geht eigentlich Hand in Hand, da eben dieser mentale Prozess mit der körperlichen Genesung. Also, dass man merkt, okay, ich kann wieder laufen und ich habe eigentlich keine Probleme dabei. Ich fühle mich sicherer. Nächster Schritt, Sprünge, Richtungswechsel, was auch immer, was da ansteht. Ersten Torwürfe und so. Also, das ist wirklich, dass man da Step by Step merkt, geht vielleicht doch wieder. Kiel war irgendwie noch mal so ein richtiger Push nach vorne, weil jeder von uns hat gemerkt, wir sind irgendwie dran. Offiziellen sportlichen Ziele, die man der Presse mitteilt. Und es gibt natürlich die inoffiziellen sportlichen Ziele, die man nur im Kreis der Mannschaft diskutiert. Ich kann mich erinnern, dass wir ein Trainingsspiel in Dresden hatten, wonach ich die Mannschaft dann auf einen Drink eingeladen hatte in einer schönen Lokalität in Dresden und ihnen dort meine Ziele im Prinzip dargelegt habe. Und habe gedacht, okay,
Wir spielen um die Meisterschaft. So viele verschiedene Aufgaben und Baustellen, der neue Trainer, der seine neuen Ideen bringen muss, der sportliche Leiter oder Vorstand Sport, der seine Ideen mit einbringen muss, das braucht Zeit. Als der Lockdown uns getroffen hat, haben wir sehr, sehr früh ein Worst-Case-Szenario gemacht. Was kommt an Sponsorenleistung rein? Was verlieren wir da? Was verlieren wir an Zuschauerleistung? Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr konservativer Kaufmann. Mein Worst-Case-Szenario war noch mal 500.000 Euro zu gut gerechnet. So, auf in die Höhle der Löwen. So, Tobi, ich bin weg. Was sind jetzt alles dabei? Großen Clubs außer Fußball. Der Professor Wohlfahrt, der Arzt der Charité. Die Staatssekretäre natürlich alle. Gesundheitsamt. Ich glaube, Sportforum ist mit dabei. Mal gucken, ob wir eine Allianz des Guten hinkriegen. Wir haben ja ab März den totalen Stillstand. Ich habe ja noch nicht ein einziges Spiel mit einem Zuschauer gemacht, der 1 Euro bezahlt hat, um in unsere Halle zu kommen. Es macht natürlich was mit dir, ich war seit Mitte März ein Wochenende mal in Urlaub. Ansonsten hast du die 6- oder 7-Tage-Woche, ne? Also weil du einfach gucken musst, dass du es irgendwie auch gelöst kriegst. Das ist schon Druck. Bob ist ein Workaholic. Er lebt 24 Stunden für diesen Verein. Ich kenne keinen Menschen auf der Welt, der das so tut und so lebt wie er. In dem Zusammenhang fällt mir gerade ein, dass ich die Zettel nicht mit habe, die ich mit haben müsste. Mal am Rande. Ich könnte kotzen! Ah, das ist typisch. Bleib mir mal im Kopf bitte hängen kurz. Hallo Bob. Volker, ich glaube, ich habe die Zettel vergessen. Warte. Ja. Jo, liegt hier. Also mal, kriegen wir das anders hin oder muss jetzt jemand kommen? Ich könnte dir jetzt einscannen und die kannst du dir mal per Mail schicken. Genau, genau, mach das bitte. Danke, ciao. Ja, ciao. Ich brauche Mundschutz. Aber ich habe einen hinten gemacht. Ist immer unaufgeräumt, aber eine Sache kann ich dir sagen. Ich habe hier hunderte von diesen beschissenen Masken. Corona kann bei mir, was die Masken angeht, hat es keine Chance gegen mich. In der Hallenkosten. Ich habe gesagt, wir können das nicht bezahlen. Wir haben das Geld nicht. Auch nicht an euch zu bezahlen. Da gehen wir kaputt. Bei mir können Sie sagen, wenn ich tot bin, dann ist Volleyball tot, dann ist Basketball tot, dann ist Handball tot, dann ist Eishockey tot. Aber wir sind heiß, wir wollen ein bisschen laufen. Okay. Ja, wir auf Herdentrieb. Na, im Europapokal kann ich das gleich schon sagen. Den Tod werden wir sterben müssen. Es gibt im Moment die Verordnung mit 750 Zuschauern inklusive Teilnehmer. Wir werden 500 Leute in die Halle lassen. Das wird rein wirtschaftlich natürlich blankes Entsetzen geben. Rufe ist auf und Schlüssel nicht drin. Es ist ja gut, dass wir in Berlin sind und nicht irgendwo, wo es gefährlich wäre, sein Auto offen zu lassen, den Schlüssel drin stecken zu lassen. Wahnsinn. Also, macht's gut. Ich glaube, dass man diese Dinge nur machen kann, wenn man sie liebt. Und ich liebe meinen Job. Und ich liebe, das ist ja kein Job, das ist ja Quatsch. Ich liebe meine Berufung, das machen zu dürfen. Ich glaube, das trifft's viel mehr. Wir bündeln noch einmal alle Kräfte und versuchen, das maximal Unmögliche, nämlich den Erhalt auf möglichst hohem Niveau für diese Mannschaft und für diesen Club, wo wir angetreten sind vor 16 Jahren, etwas Großes aufzubauen. Vor dem Rückspiel Gyöngyös hatten wir den obligatorischen Corona-Test am Montag. Und dann am nächsten Morgen, sehr früh, bekomme ich eine SMS. Wir haben einen positiven Fall mit Jakob Gujun. Das Spiel steht auf der Kippe. Wir wissen ja alle, okay, wenn wir dieses Spiel absagt, dann fliegen wir raus von diesem Turnier. Aber auf der anderen Seite ist ja auch eine Frage, aber was wäre, wenn wir das Spiel absolviert und
zwei, drei Leute positiv wird. Und irgendwann haben wir dann das Signal bekommen, okay, 16 Uhr, wir können spielen, dem steht nichts mehr im Wege. Die Mannschaft muss nicht in Quarantäne, weil wir ja, zum Glück im Nachhinein das Abschlusstraining in Kleingruppen gestaltet haben. Und dann waren 3-4 Spieler betroffen, aber der Großteil der Mannschaft halt eben nicht. Also das war schon eine extreme Drucksituation. Und der Verein hat sich heute den ganzen Tag den Arsch aufgerissen. 10 Stunden, 12 Stunden und wir haben jetzt 60 Minuten, Jungs. Und das ist dann ein bisschen umgeschwenkt auf eine sehr emotionale Stimmung. Dass Hans Lindberg, der auch sehr, sehr emotionale Worte an die Mannschaft vorm Spiel gerichtet hat und gesagt hat, dass Fehler passieren können. Ist okay, das akzeptieren wir am Team. Aber Einstellung, das kann man viel gewinnen. Da gewinnt man jeder Ballverlust, zurücklaufen, alles. Und das akzeptieren wir. Das wollen wir als Mannschaft, okay? Ehrgeizig. Ich habe keinen Bock zu verlieren. Ich hasse zu verlieren. Alles, was man selbst beeinflussen kann, Motivation, wie schnell findet man zusammen, ist, glaube ich, dieses Jahr noch wichtiger als sonst. Natürlich kräftig, aber ja. Man merkt, dass er rechts kräftiger bist noch als das auch nicht gesagt, dieses, dann merke ich schon mal, dass der nicht so diese Kraft hat, dass da mal ein bisschen reindrückt. Ja. Und was du hier siehst, ist das CT vor der OP jetzt. Vor der Operation, ja. Wo man sieht, dass der Oberarmkopf hier schon ein bisschen Abnutzung hat. Und wenn man nach oben geht, sieht man dann, dass tatsächlich der eine Anker da über den Knochen drüber schaut. Die sind jetzt komplett draußen. Das heißt, da brauchst du dir keine Sorgen mehr machen. Ja, das ist jetzt alles kein Fremdmaterial mehr drin in der Schulter. Wie fühlt es sich jetzt an beim Training? Gut, also ich habe jetzt seit 2 Tagen jetzt wieder voll, also das heißt voll so wie ich kann, halt werfen können. Da merke ich schon noch, dass da einige Defizite sind, aber ich glaube, das wird sich dann auch durchs Krafttraining und durchs Handballtraining halt einfach dann wieder verbessern. Also. Perfekt, also jetzt sind wir 7 Wochen nach Operation. Ja. Das heißt, du bist voll im Zeitplan drinnen. Schön langsam rantasten natürlich, mit den Würfen vor allem. Und das sind natürlich mehr als 100%ige Belastungen bei Handballwürfen. Alles, was schmerzhaft ist, noch vermeiden, damit du nicht in seinen chronischen Schmerz reinkommst. Das ist wichtig. Mhm. Aber du darfst wirklich alles machen und sukzessive steigern. Okay. Das hat sich so ergeben, dass auch Marco ein bisschen Probleme hatte und wir dann halt gar keine richtigen Halbrechten gehabt hätten. Daher habe ich dann auch mit Kretsch und mit Bob telefoniert und gesagt, okay, hey, ich fühle mich so weit, dass ich spielen kann. Dass ich hoffentlich damit helfen kann. Und würde gerne in Magdeburg spielen, habe ich denen klar und deutlich gesagt. Fabian Wiede ist wieder dabei nach sage und schreibe 10 Monaten Pause im Dezember, das letzte Spiel. Und so bin ich da in die Kabine gegangen, dass ich natürlich froh war, wieder spielen zu dürfen. Okay, Männer. Besonderes Spiel, besonderer Gegner, große Möglichkeit für uns hier viel zu erreichen. Wir müssen, was die Emotionen angeht, besser sein als die. Kein Wenn und Aber, ja? Wir müssen hart spielen in der Abwehr. Marsa, Marco, Lasse, seid sofort von Anfang an da. Gebt denen auf die Fresse, wenn wir 2 Minuten bekommen. Dann müssen die sich lohnen, ja? Nicht wegen so einer scheiße Trikot ziehen, sondern dann muss es auf die Fresse geben. Okay, helft euch gegenseitig, steht eng beieinander und lasst uns hier gewinnen, okay?
Richtig Gas geben. Und! Wir waren alle richtig heiß und hatten Bock drauf, die aus der Halle zu schießen. Welch ein Heimdebüt für Lasse Bredekier Andersson. Ein zweiter Master! Haben die Chance in der einen Szene auf zwei wegzugehen. Schaffen das nicht. Back, 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 Überzahl! Meine Fresse. Liegen dann auf einmal mit 3-4 hinten, was dem Spiel dann nochmal einen anderen Schwenk gegeben hat. Was? Wollt ihr da vorne denken? Dann muss Marian auf die Seite. Ja. Natürlich entscheide, dass wir versuchen mal was zu machen, um das Spiel zu drehen und gehen nach vorne ein bisschen offensiver. Und das macht ja dann viel mehr Platz und Raum für Magdeburg. Der läuft von da hinten. Sind viel zu wenig gelaufen, haben halt immer, wenn wir ein Gegentor bekommen haben, den Kopf runtergenommen und mit uns selbst gehadert. Berlin allerdings jetzt natürlich auch völlig von der Rolle. Die Männer in Grün, die haben schon resigniert. Und dann verlieren wir das Spiel mit 8. 10. Mit 10, danke. Der erste Magdeburg mit 32 zu 22. Magdeburg war an dem Tag zwei Klassen besser als wir, muss man auch ganz ehrlich sagen. Wir können Fehler machen und vielleicht ist nicht jede Entscheidung richtig, egal ob von Spieler- oder von Trainerseite, aber dass wir emotionslos uns mit 10 Toren zu Hause Magdeburg hier abschlachten lassen, das ist zu viel. Ich glaube, viele Spieler sehen zu mir oder auch zu Paul auf. Sie erwarten von uns, dass wir einfach immer super Leistungen bringen. Und es darf mir aber nicht passieren, dass ich dann den Kopf unten habe, der Mannschaft nicht mehr so helfen kann, wie es eigentlich müsste. Und daher muss ich da schon an mir arbeiten, auf jeden Fall. Viel hat mit Druck zu tun, viel hat mit der Psyche zu tun, viel hat mit Nervosität zu tun. Die Rolle noch nicht gefunden zu haben, dann, wo es um 2 Punkte geht. Wenn ein Spieler dominant ist, und so wie Lasse gegen Magdeburg, warum nimmt sich der Rest dann zurück? Ich würde es andersrum sagen. Also am Ende hat Lasse die Verantwortung übernommen oder der hat dann auch einfach geliefert. Viele haben auch die Entscheidung zu Fabi geschoben, so schön. Fabi ist dabei oder der hat die Klasse und der hat natürlich auch Qualitäten, die sonst keiner hat. Aber nur nicht frisch nach der Verletzung. Magdeburg hat es irgendwann gemerkt, okay, da kommt nicht viel. Und das war halt ärgerlich, ne? Das muss man dann halt irgendwann mit einem gewissen Abstand auch akzeptieren. Gegen Magdeburg fällt es mir schwer, weil wir könnten besser sein als Magdeburg. Das schneidest du mal raus. Gestern hat Damgard kaum gespielt, aber es geht mir so auf die Eier, dass der immer einen Freiwurf kriegt. Ja, der wirft einfach und er kann sich sicher sein, wenn er den halt verwirft, kriegt er wenigstens noch irgendwie einen Freiwurf. Das ist wie Pascal Hinz früher. Sind auch gleich. So, tschüss, schönen Tag. Das Magdeburg-Spiel können wir einen Haken dran machen. Das Spiel gegen Minden ist nicht akzeptabel. Nach dem Mindenspiel war klar, dass wir als Trainer was sagen müssen, aber natürlich auch den Raum geben müssen, damit die Spieler sich äußern können. Man muss sich selbst in den Spiegel gucken manchmal.
und Leistung bringen und nicht einfach auf jemand anderen zu gucken. Ich glaube, bei solchen Situationen fällt es mir schwer, meine Fresse zu halten. Natürlich hört man das nicht gerne, aber es muss immer dazugehören, dass man sich die Meinung sagen kann. Und das haben wir halt auch in dem Gespräch gemacht. Und man kann von außen einwirken, man kann seine Erfahrungen mitteilen und man kann auch mit den Spielern in Einzelgespräche gehen. Das ist alles wichtig. Aber am Ende entscheidet eine Mannschaft alleine, ob sie erfolgreich sein wird oder ob nicht. Okay, die Mannschaft muss sich finden, verletzte Spieler kommen zurück, das braucht Zeit, aber das funktioniert nur, wenn wir alle wirklich bereit sind, 100% zu geben. Die Füchse empfangen Wetzlar, maximales Druckspiel. Ich habe gemerkt, dass die Mannschaft unbedingt will. Als man in die Kabine kam, hätte man, glaube ich, eine Kartoffel reinschmeißen können und daraus wäre ein Kartoffelchip geworden. Also die waren heiß, die wollten loslegen und ich finde, das hat man dann auch im Spiel gesehen.